Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin der Seltas oder einfach nur Marc und okay, wow. Wo ist der Channel geblieben? Wo ist der Content geblieben? Wo bin ich in der letzten Zeit geblieben? Das war mal eine unerwartete, recht lange Pause. Aber meine Freunde, ich bin wieder da. Ich bin wieder am Start und auf dem Kanal wird es endlich mal wieder was zu sehen geben. Halleluja, es gibt nicht nur Werbung für meinen Second Channel. Wuhu! Nein, meine Freunde, ich bin wieder da. Ich melde mich zurück und das mit einem richtig krassen Thema. Meine Freunde, haltet euch fest. Es wurde ja lange darüber spekuliert, wie es Richtung Classic und Classic-Server weitergehen soll. Wird es ein Classic Plus geben? Lässt Blizzard die Classic-Server einfach versauern? Wie wird Blizzard da vorgehen? Es gab ja in letzter Zeit ziemlich viel hin und her innerhalb von Blizzard. Vieles natürlich nicht wirklich spielebezogen, aber irgendwie haben sich viele Devs richtig am Riemen gerissen, oder wie auch immer man das sagt, und haben eine richtig coole Sache in die Wege geleitet. Und zwar, meine Freunde, es wird neue, frische Classic-WoW-Server geben. Die Ankündigung ist jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, passiert und es stand einfach unter diesem großen Titel, dass die neuen Classic-Server releasen werden, in so einer Art Season-Style, also saisonmäßig. In etwa so wie Diablo könnt ihr euch das vorstellen. Eine Season wird dabei 12 Monate dauern und wird mit 6 Phasen kommen. Hier seht ihr mal alle Phasen aufgelistet. Jeder dieser einzelnen Phasen soll ca. 2 Monate dauern und nicht nur, dass Classic-Server selbst wiederkommen, nein, das ist nicht genug. Es wird auch noch so eine Menge Änderungen geben und Anpassungen geben, die Classic hoffentlich ein bisschen geiler machen. Und zwar, einerseits sollen die World Buffs von Anfang an in den Raids deaktiviert werden. Das ist ein Problem der Raider-Meta, sage ich mal, das aufgegriffen wird, was die Leute halt damals schon zu Classic mega abgefuckt hat. Es hat sich viel zu sehr darum gedreht, wie besorgt man sich die Buffs, wie kriegt man das als Gilde hin, wie wird man nicht gegankt auf dem Weg zum Raid und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles komplett entkräftet, indem man sagt, okay, World Buffs draußen voll nice, aber innerhalb der Raids, innerhalb von Instanzen deaktiviert. Meiner Meinung nach eine echt gute Änderung. Die Schlachtzugsbosse kriegen Mechaniken wieder zurück, die beim Classic Vanilla Launch damals tatsächlich entfernt wurden. Man hat sich damals ja ein bisschen an der späteren Version von Classic orientiert. Damals wurden manche Bosse schon vereinfacht, was fähigkeitenmäßig, mechanikenmäßig angeht und das wird jetzt wieder reverted. Die Bosse bekommen teilweise mehr Fähigkeiten. Super viel Infos gab es dazu noch nicht, aber anscheinend sollen die Raid-Bosse halt wieder ein bisschen komplexer werden. Finde ich gut. Ich fand die Raid-Bosse in Classic damals teilweise viel zu einfach. Vor allem, wenn es darum ging, Molten Core, BWL teilweise sogar auch. Ankirage, vor allem 20er, war super easy und ja, Naxxramas wurde dann anspruchsvoller, aber vor allem, weil dieser Raid an sich innerhalb des Classic-Niveaus einfach komplett broken war. Aber dazu kommt auch noch, meine Freunde, wenn wir jetzt schon über die ganzen Schlachtzüge reden, die Maximalanzahl an Debuffs auf Bossen wird entfernt. Das war damals ja mit 16 Debuffs auf einem Boss geregelt, maximiert, gecapped. Das wird jetzt komplett reverted, was natürlich mega geil ist, weil man als Raid endlich dadurch auch jede Klasse normal spielen kann. Jede Klasse kann einfach ihre normale Rota fahren, ohne irgendwelche seltsamen Einschränkungen, weil es nicht genug Buff- bzw. Debuff-Slots gibt. Dementsprechend wird dann natürlich auch das Bossleben angepasst, damit diese auch nicht schneller umfallen als sonst. Die bekommen wahrscheinlich einen guten Batzen HP mehr dazu. Und wo wir auch gerade schon die ganze Zeit beim instanzierten Content waren, die Portsteine vor den Dungeons und Raids werden endlich nutzbar, um Leute ranzuporten. Meiner Meinung nach eine sehr gute Änderung, weil ganz ehrlich, außer eine schicke Orientierung oder sowas, waren diese Portsteine damals so Classic eigentlich. Wofür hat man die eigentlich gebraucht? Die waren eigentlich richtig senseless und natürlich dann mit TBC wurde das geändert und ich finde es richtig gut, dass diese Änderung jetzt auch noch in den freshen Classic-Servern implementiert wird. Erleichtert das ganze Gruppenhandling um einiges und jeder weiß, ja, es ist ja schön, seine Gruppen zusammenzusuchen, neue Leute kennenzulernen, aber bitte macht es uns einfacher, den ganzen Kram dann einfach an den Dungeon zu porten. Holy shit, danke für die Änderung. Ja, und damit kommen wir dann wohl zum größten und teilweise wohl auch umstrittensten Thema dieser freshen Classic-Server. Das Leveln wird schneller gemacht, indem man die XP von Quests auf TBC-Niveau anheben wird. Das passiert laut Blizzard vor allem aufgrund von 2 Sachen. Erstens, das Leveln soll einfach angenehmer gemacht werden. Classic-Leveln ist wirklich eine sehr schwierige Hürde für neue Spieler. Das kann ich auch so bestätigen. Ich habe einen Retri-Paladin gelevelt. What the fuck? Und man versucht es deswegen auf das etwas angeglichenere TBC-Niveau
PvP-Niveau anzuheben. Fände ich persönlich eine gute Idee. Viele Leute sind ja schon so super Doomsday-mäßig unterwegs. Das wird viel zu schnell und bla bla bla. Meine Freunde, levelt jetzt nicht unbedingt mal einen Hunter, levelt mal einen Rogue, einen Krieger oder einen Retri. In Classic, in TBC, 1 von 60 ist so oder so richtig scheiße. Dauert ewig und macht teilweise keinen Spaß. Ich finde diese Änderung okay, ist nicht zu krass, ist nicht zu viel XP, sind einfach nur die Quests. Meiner Meinung nach okay. Und der zweite Grund, warum diese Änderung kommt, Blizzard will Mage-Boosting reduzieren und vor allem um einiges abschwächen. Wir haben ja gesehen, in Classic war Mage-Boosting eine der wohl gängigsten Methoden zu leveln für Twinks, whatever. Und dadurch, dass man jetzt versucht, Questen attraktiver zu machen, versucht man halt auch noch zusätzlich dieses Boosting abzuschwächen, um halt so ein bisschen das Ungleichgewicht der Levelarten auszugleichen. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob das reicht, aber Blizzard hat ja schon angekündigt, dass in der Beta demnächst mehrere Alternativen diesbezüglich getestet werden sollen. Die haben wohl schon mehrere Ideen, wie man dieses ganze Boosting-Ding abschwächen kann, dem entgegenwirken kann. Soll wohl alles demnächst in der Beta geklärt werden. Und wo wir jetzt auch schon bei Beta waren, die Open Beta, meine Freunde, für die Freshen Classic Server starten, und jetzt haltet euch fest, schon am 5. Oktober. Meine Freunde, in wenigen Tagen startet einfach schon die Open Beta für die Freshen Classic Server. Mit den ganzen Änderungen, mit einem neuen, richtig krass. Meiner Meinung nach sehr überraschend, super früh. Sehr ungewöhnlich für Blizzard sowas. Frage ich mich mal, ob die das machen einfach, um so ein bisschen langsam wieder der Fan-Favorite zu werden. Die Leute freuen sich natürlich über vielen neuen Content, den man relativ schnell serviert bekommt. Mal schauen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es sind zu der Beta noch nicht allzu viele Details bekannt, aber ich schätze mal, dass es die üblichen Einschränkungen geben wird, um bei dieser Beta teilzunehmen. Man muss sich wahrscheinlich wieder auf der Seite anmelden und wahrscheinlich auch ein aktives Abo haben. Also das Übliche. Alles in allem, meiner Meinung nach, meine Freunde, als kleines Fazit, bin ich wirklich sehr gespannt, was dieses saisonale Classic bringen wird. Gab ja noch nicht allzu viele Infos. Man konnte ja nur sehr viel recht dezent aus den Texten da herauslesen. Wirklich bin ich super, super gespannt, in welche Richtung es geht. Es ermöglicht natürlich einerseits die Chance, Classic immer weiter anzupassen, um vielleicht irgendwann, vielleicht eines schönen Tages mal, ein ausgereifteres Classic Plus starten zu können. Aber ich meine, es könnte natürlich auch in das komplette Gegenteil abrutschen, den komplett gegenteiligen Effekt haben, indem Classic einfach zu sehr wie Retail wird und man dann einfach genau die Spieler verliert, die Blizzard eigentlich wieder versuchen wollte, mit Classic zu catchen, mit ins Boot zu holen. Eine echt besondere, fast schon einzigartige Situation, in der wir gerade hier stecken, als Blizzard-Fans, als WoW-Fans. Anscheinend tut sich gerade wirklich was. Anscheinend hat dieser ganze Aufschrei was bewirkt und ich hoffe, dass diese Änderungen auch positiv sein werden. Es geht in eine sehr gute Richtung, es wird sehr viel für Fan-Favoritism gemacht. Mal schauen, wie weit es noch gehen wird und ob man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt irgendwann. Das kann natürlich auch noch passieren. Wenn zu viel Zeugs gemacht wird, was die Fans haben wollen, dann könnte es auch noch sehr schnell nach hinten losgehen. Super interessante Sache zu beobachten auf jeden Fall. Meine Freunde, bin ich persönlich sehr gehypt drauf, aber ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr über das ganze Thema denkt. Sind diese Freshen Classic Server eine gute Idee oder ist da Blizzard ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, vor allem bezüglich welcher Änderung? Haut eure Meinung dazu mal bitte unten in die Kommentare. Ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen austauschen, das könnte ein paar interessante Aspekte zum Vorschein bringen. Und meine Freunde, ich weiß, auf dem Kanal gab es lange nichts mehr zu sehen, aber das wird sich jetzt ändern. Dieses ganze Classic, Fresh Classic Ding hat mich echt gepackt. Ich habe Bock, da neue Videos drüber zu machen, neuen Content zu gestalten. Deswegen, falls ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal hier sein solltet, meine Freunde, holt das sehr gerne nach. Ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der sich ein Team anschließt. Meine Freunde, obwohl ich voll inaktiv war, war der Support unter den letzten Videos, die wirklich schon ein bisschen was älter sind, krass. Vielen Dank dafür, meine Freunde, und falls euch das Video im Allgemeinen gefallen haben sollte, dann lasst sehr gerne einen Daumen hoch da und folgt mir auch auf Social Media und vor allem auf twitch.tv/zetasgaming für Livestreams, die jetzt hoffentlich vor allem zur Classic Beta mal wieder ein bisschen aktiver kommen werden, und joint auch meiner Battle.net Community und auch meinem Discord-Server, wenn ihr rund um den Kanal endlich wieder auf dem neuesten Stand sein wollt. Links dafür gibt's natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, und vor allem, meine Freunde, wieder vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, was auch immer, tschüss und haut da rein.